Herzlich willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar Brennglas Corona-Krise. Wie geht es weiter mit nachhaltigem Bauen und der Verkehrswende? Mein Name ist Daniela Baum. Ich arbeite für Germanwatch im Team Bildung für nachhaltige Entwicklung und im Projekt Regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West, kurz RENWEST. Von unserer Seite ist außerdem hier noch im Raum Melanie Gehensig, meine Kollegin, die den Chat im Auge behält und die Frage- und Antwortrunde moderieren wird. Und auch Emma Busch, unser Technik-Support, die für alle Herausforderungen rund um die Technik zur Verfügung steht. Also wenn Sie irgendwelche Probleme haben, können Sie sich gerne an sie wenden. Außerdem möchte ich auch unsere beiden Referentinnen direkt schon mal begrüßen. Das ist zum einen Dr. Saskia Hebert von Subsolar Architektur und Stadtforschung, die neben ihrer Arbeit im eigenen Architekturbüro unter anderem auch mehrere Jahre lang an der Hochschule der Bildenden Künste in Braunschweig Transformationsdesign gelehrt hat. Und zum anderen auch herzliches Willkommen an Frank Michael Uhle. Er ist Klimaschutzmanager im Rhein-Hunsrück-Kreis. Und in dem Kreis hat er auch schon unheimlich viele Klimaschutzprojekte erfolgreich angestoßen und umgesetzt. Und dazu hören wir dann später auch noch mehr. Was erwartet uns jetzt nach der kurzen Begrüßung und Einführung in das Thema? Hören wir zunächst die Impulsvorträge von Saskia Hebert und direkt im Anschluss auch von Herrn Uhle. Und danach ist dann noch Zeit für offene Diskussionen und Fragen. Das moderiert dann meine Kollegin Melanie Gehensig. Und ja, so mehr oder weniger gegen 19:17 Uhr, ob wir das so genau in so eine Punktlandung schaffen werden, sei dahingestellt, werden wir dann zum Abschluss kommen. Diese 19:17 Uhr, wer sich darüber gewundert hat, dass das so eine deutschgenaue Zeitangabe ist, punktgenau, das ist eine mehr symbolische Uhrzeit mit der 17 in Bezug auf die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. Da kamen wir drauf, weil wir dachten, so irgendwas zwischen einer Stunde und anderthalb Stunden wäre eigentlich ganz gut als Länge für das Seminar. Ja, zunächst noch mal kurz von meiner Seite eine kurze Vorstellung unseres Netzwerkes und eine ganz kurze Einführung auch schon mal in das Thema, um den Rahmen zu setzen, worüber wir heute Abend überhaupt sprechen. Unser Netzwerk RENWEST, das sind 7 Partnerorganisationen. Man sieht sie hier auf der Präsentation. Unsere Region ist Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Und wir versuchen mit diesen 7 Partnern und den ganzen Netzwerken, die wir natürlich auch jeweils noch haben, in unserer Region nachhaltige Entwicklung stärker zu verankern. Es ist ein sehr diverses zivilgesellschaftliches Netzwerk. Man sieht dort, eine Hochschule ist dabei, NGOs sind dabei, Bildungseinrichtungen, das dann entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz, die Europäische Akademie Otzenhausen im Saarland, die Energieagentur in Rheinland-Pfalz. Und unser gemeinsamer Bezugspunkt ist die Agenda 2030 mit den 17 SDGs, den Nachhaltigkeitszielen. Und die Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele oder der Agenda 2030 auf den verschiedenen Ebenen. Insbesondere betrachten wir dabei die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeitsstrategien auf Länderebene. Insgesamt, also wir sind mit RENWEST quasi ein Teil eines bundesweiten Netzwerkes mit insgesamt 20 Akteuren in allen Bundesländern. Und das wurde 2016 vom Rat für nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen. Die Idee jetzt zu dieser Reihe hier, zum einen, dass sie online ist, ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass wir eben von der Corona-Pandemie heimgesucht wurden und natürlich als Netzwerk, was davon lebt oder was zum Haupt als Hauptaufgabe hat, Dialogveranstaltungen zu organisieren, waren wir dann natürlich auch gezwungen, in den digitalen Raum auszuweichen. Deswegen ist es ein Online-Seminar geworden. Aber die Corona-Krise hat uns natürlich auch beschäftigt bezüglich unserer Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und so haben wir uns gefragt, was hat diese Krise für Auswirkungen auf diese ganzen
wichtigen Nachhaltigkeitsthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Wir fokussieren in der Reihe jetzt auf 6 sogenannte Transformationsbereiche, die sind in der aktuellen Fortschreibung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie so festgeschrieben worden. Und die Bundesregierung erkennt an, dass in diesen Bereichen es eben nicht reicht, wenn man nur hier und da mal was verändert, sondern dass tatsächlich grundlegend Handlungs- und Veränderungsbedarf besteht. Diese 6 Themenbereiche sind Energiewende und Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Agrar- und Ernährungssysteme. Das sind 3 Themen, die wir auch in Webinaren jetzt schon behandelt haben. Wer sich dafür interessiert, kann auf der Webseite nachschauen. Da sind die Berichte und Mitschnitte auch online zu finden. Heute nachhaltiges Bauen und Verkehrswende als Thema. Was noch kommen wird, sind schadstofffreie Umwelt und menschliches Wohlbefinden und soziale Gerechtigkeit. Heute geht es also um den Transformationsbereich nachhaltiges Bauen und Verkehrswende. Das steht in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, dass der Bau- und Gebäudebereich ein zentrales Element für starke, gemeinwohlorientierte und resiliente Stadt- und Siedlungsstrukturen ist. Die Herausforderung in dem Bereich ist vor allen Dingen, dass es hier auch um sehr langlebige Strukturen geht. Das kann man im Grunde genommen für den Verkehrsbereich auch so sagen. Das heißt, was jetzt gebaut wird, das soll ja natürlich auch eine Weile lang stehen und nicht schon wieder in ein paar Jahren abgerissen werden. Das heißt, es muss jetzt eigentlich schon so gebaut werden, dass es den Nachhaltigkeitsansprüchen und Kriterien der Zukunft entspricht. Es ist natürlich notwendig, die Ressourcen- und Energieeffizienz zu erhöhen oder überhaupt auch den ganzen Verbrauch runterzuschrauben. Wenn man sich das alleine mal betrachtet im Baubereich, also das sind irrsinnige Stoffströme, die da umgesetzt werden. Und alleine 50% des Abfallaufkommens in Deutschland kommt aus dem Bau- und Gebäudebereich. Was auch ein Thema ist, ist der Flächenverbrauch. Das ist auch eine Herausforderung, zu schauen, wie der reduziert werden kann, damit eben nicht noch mehr Fläche, also vor allen Dingen Agrarflächen, Naturräume versiegelt werden, sondern eben eher eine Innenverdichtung stattfinden kann, wobei die natürlich auch Grenzen hat. Das heißt, Energie- und Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft, so steht das auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, sollen nicht mehr fakultativ sein, sondern alle Planungs- und Investitionsentscheidungen leiten. Wie genau man dazu kommt, dass es nicht mehr fakultativ ist, sondern wirklich alle Entscheidungen auch leitet, das ist nicht so ganz detailliert ausformuliert in der Strategie. Dazu hören wir aber sicherlich auch später noch mehr. Zur Verkehrswende, das sind wichtige Faktoren natürlich auch der Klimaschutz und Innovation in der Antriebstechnologie, Digitalisierung, Automatisierung, aber auch, wie oben schon erwähnt, der Flächenverbrauch spielt da natürlich, oder die Flächenkonkurrenz, auch die Nutzungskonkurrenzen spielt da eine große Rolle. Um die ganzen Prozesse in dem Bereich weiter voranzutreiben, wurde 2018 die nationale Plattform Zukunft der Mobilität eingerichtet. Und es soll dafür sorgen, dass eine tragfähige, bezahlbare, bedarfsgerechte, klimafreundliche und nachhaltige Mobilität sichergestellt wird. Die Realität sieht allerdings noch nicht so ganz vielversprechend aus. Ich habe hier mal eine Folie, die die Treibhausgasemissionen in Deutschland zeigt. Sektoren, und gerade wenn man sich den Verkehrsbereich anschaut, das ist hier diese hellgrüne Linie, da sieht man, das sind die Werte, die gemessen wurden bis 2018, dass sich da so ziemlich wenig bewegt hat. Laut Klimaschutzplan soll eigentlich bis 2030 die Emissionen, also ist das Ziel sozusagen hier. Das heißt, der Trend müsste eigentlich ganz klar nach unten gehen. Da ist die Frage, wie soll das überhaupt, diese Trendwende sozusagen geschafft werden, wenn die bislang noch nicht eingeleitet wurde. Der Gebäudebereich, das ist hier diese dunkle Linie. Da gab es mal eine Reduzierung, so in den 90er Jahren. In den letzten Jahren ist das auch ziemlich stagniert. Auch hier ist eigentlich das Ziel, bis 2030 nochmal eine ziemliche Reduzierung. Auch da ist die Frage, wie kriegt man das tatsächlich in diese Richtung, diesen Trend bewegt?
Und es ist vor allen Dingen halt auch wirklich beeindruckend, wie viel Treibhausgase im Bereich Gebäude und Bau anfallen. Das sind nämlich global betrachtet tatsächlich 38, also je nachdem, es gibt unterschiedliche Werte, aber 38% der Treibhausgasemissionen, die, wenn man auch den Bereich der Produktion der Bauteile betrachtet, die Nutzung der Gebäude und die Abfallentsorgung, dann sind das tatsächlich fast 40% der Treibhausgase global betrachtet, die aus dem Bereich anfallen. Noch eine andere Folie, ein anderer Wert, der auch in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie auftaucht, das ist in puncto Flächenversiegelung der Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche. Da sieht man, da ist schon einiges geschafft worden. Das ist auch eine Folie vom Umweltbundesamt. Also der Flächenverbrauch ist schon stark reduziert worden. Man sieht allerdings hier auch, dass er tendenziell wieder 2017, 18 sogar angestiegen ist. Vor allen Dingen bedingt auch durch eine Zunahme der Verkehrsflächen. Und das Ziel ist eigentlich bis 2030, so steht es in der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, auf maximal 30 Hektar pro Tag Flächenversiegelung oder nicht Flächenversiegelung, aber Umwandlung der in Siedlungs- und Verkehrsfläche zu kommen. Also maximal 30, eher gerne unter 30 Hektar bis 2030. Interessant ist auch, dass diese Zielmarke verschoben wurde. 2016, davor lag sie nämlich eigentlich noch bei 2020, dass man bis dahin schon die 30 Hektar erreichen wollte, maximal pro Tag. Das hat man dann wahrscheinlich schon damals gesehen, dass es kaum erreichbar ist und hat das Ziel einfach entsprechend der globalen Nachhaltigkeitsziele auf 2030 verschoben. Das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man einfach die Ziele in die Zukunft verschiebt, um sie dann vielleicht doch noch erreichen zu können. Noch ein Blick kurz auf die europäische Ebene. Auch da gab es ja Ende 2019 eine Neuerung, der europäische Green Deal, der da verabschiedet wurde oder angestoßen wurde, sagen wir mal, wo auch Energie- und ressourcenschonendes Bauen und Renovieren ein wichtiges Anliegen ist und eine raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität. Auf europäischer Ebene ist auch das Thema Kreislaufwirtschaft vorangetrieben worden. Und wie ich auch schon gesagt hatte, diese Stoffströme im Bereich Bau sind natürlich enorm. Das heißt, wenn die Kreislaufwirtschaft vorangetrieben wird, wäre das auf jeden Fall auch sehr vorteilhaft für den Baubereich. Das Problem ist, dass die Sekundärrohstoffe leider im Baubereich noch gar nicht so umfangreich eingesetzt werden bislang. Noch eine letzte Folie zum Thema, was hat jetzt die Corona-Krise eigentlich in den Themenbereichen für Auswirkungen gehabt? Das ist auch nicht eine allumfassende Analyse, sondern einfach nur so Schlaglichter. Der Bausektor ist tatsächlich ausgebremst worden um ungefähr 25% global. Dadurch sind natürlich auch Arbeitsplätze weggefallen und der Marktwert der Gebäude ist gesunken, laut des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Und UNEP befürchtet auch, dass das Auswirkungen haben könnte auf das umweltfreundliche Bauen an und für sich. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf den Immobiliensektor generell. Wir sehen ja, es gibt geschlossene Läden, zunehmenden Leerstand, dann auch der sinkende Bedarf an Büroflächen, weil jetzt Homeoffice natürlich nicht unbedingt zur Regel geworden ist, aber natürlich sehr viel stärker zum Einsatz kommt als vorher. Und man darf gespannt sein, wie sich das alles auch noch auf den Bedarf überhaupt an Gebäuden auswirken wird. Im Bereich Verkehr haben wir natürlich eine sehr starke Reduktion des Flugverkehrs gesehen. Dann auch sehr schön, der Radverkehr boomte und die Pop-up-Bike-Lanes, vor allen Dingen in Berlin, sind ja auch so durch die Presse gegangen. Plötzlich konnte man im heiß umkämpften urbanen Raum doch mehr Platz schaffen für nachhaltigere Verkehrsmöglichkeiten.
was vorher irgendwie lange offenbar nicht möglich war. Was leider auch der Fall ist, ist natürlich, dass jetzt zu Zeiten von Corona der ÖPNV stark eingebrochen ist und wieder mehr die Menschen wieder mehr dazu tendieren, mit Autos sich fortzubewegen. Was verhindert werden konnte, ist die pauschale Abwrackprämie, die ja in der letzten Krise noch so vorangepusht wurde. Da gelang es zumindest, da gewisse Nachhaltigkeitskriterien zu verknüpfen und dann das sozusagen auf zukunftsfähigere Antriebsarten zu beschränken. Und so generell stellt sich natürlich die Frage, gerade jetzt auch, ja, wo führt uns diese Krise noch hin, beziehungsweise wie kommen wir aus dieser Krise heraus, auch gerade in dem Themenbereich jetzt Bauen und Verkehrswende. Was für Konsequenzen hatte es da und wie geht es weiter? Teilweise kann man es auch noch gar nicht abschätzen, weil wir ja eigentlich noch mitten in der Pandemie drinstecken. Und eine interessante Frage ist natürlich auch, wo gehen diese ganzen Gelder jetzt hin, die in die Konjunkturankurbelung hineinfließen. Die sollen ja auch in Klimaschutz fließen und damit potenziell auch in nachhaltigeres Bauen und eine Verkehrswende. Aber wird das tatsächlich dann auch so sein? Das ist die große Frage. Ja, und diese Frage und auch andere wird jetzt Saskia Hebert beantworten, die Architektin und Stadtforscherin ist und sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis verankert ist. Und außerdem nicht nur den Bereich nachhaltiges Bauen betrachten wird, sondern tatsächlich auch auf das Thema Verkehrswende eingehen wird. Allerdings mehr mit dem Blick aus der Perspektive einer Stadtforscherin, nämlich wie gestaltet man eigentlich Mobilitätsräume? Also nicht so sehr dieser technische Ansatz, welche Möglichkeiten können wir neu entwickeln, sondern tatsächlich mehr die Frage, wie kann eigentlich urbaner Raum so verteilt werden, dass nachhaltige Mobilität möglich wird? Super. Ja, ich muss hier immer so ein bisschen nach links gucken, weil da sehe ich mich und was ich Ihnen zeige. Auf meinem eigentlichen Rechner sehe ich nur dieses Miro-Board, was ich heute mitgebracht habe. Ich werde natürlich nicht all diese Fragen beantworten. Das habe ich auch gar nicht vor. Was ich aber tun werde, ich werde mit Ihnen einen Spaziergang machen durch verschiedene Themen und ja, letztlich auch Abschnitte von dem ganzen Komplex, den wir hier betrachten müssen, weil ich glaube, dass eigentlich die Herausforderungen tatsächlich in den systemischen Zusammenhängen liegen, in diesem ganzen Bereich, den wir gerade so wunderbar eingeleitet bekommen haben. Dankeschön dafür. Also das wird jetzt wahrscheinlich eher nicht klassische Wissenschaft, sondern das wird eben so eine Mischung aus Erfahrungsbericht und ja, vielleicht auch ein bisschen ein, ja, ich kann mir nicht helfen, ich bin heute auch nicht gut gelaunt nach den neuen Corona-Beschlüssen. Und über all das will ich sprechen. Ich hoffe, ich schaffe das in der vorgegebenen Zeit. Deswegen lege ich jetzt los. Ich habe den Vortrag More of genannt, weil es ist ein Rahmen. Ich eigentlich, es kann nicht so weitergehen mit so leisen Kulturen. Ich habe diese ganzen Fragen von Daniela Baumbürgen. Die muss man jetzt gar nicht erwähnen. Ich verspreche aber, dass sie irgendwo in der Präsentation wieder auftauchen, wenn auch vielleicht in anderer Reihenfolge. Ich habe an den Fragen tatsächlich, das war sehr hilfreich, weil es ist ja, jetzt spreche ich auch noch in einen schwarzen Raum und habe keine Leute vor mir, immer die Frage, wer hört eigentlich zu, wer hat welchen Kenntnisstand, welchen Wissenshintergrund. Und ich glaube, wahrscheinlich ist das hier wie in allen Runden, es sind sehr viele Experten da, die möglicherweise in manchen Aspekten auch viel mehr wissen als ich über bestimmte Dinge. Ich lade Sie einfach ein, mir jetzt beim Spazieren zu folgen über dieses Board, was Sie da gerade gesehen haben. Ich fange mal mit der Corona-Frage an. Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Bereiche nachhaltiges Bauen und Verkehrswende? Das ist eine Kinderzeichnung, wenn man so will, von Corona, die Wellen und die Öffnungen und die Lockdowns. Und nach dem ersten Lockdown oder im ersten Lockdown war ich eingeladen in Bozen zu einem Vortrag, den habe ich genannt Housing the Crisis, aber da war noch das, ja, mein Anspruch war eigentlich tatsächlich aus dieser Krise eine Chance zu machen, wenigstens sozusagen für mich
Alle waren sehr verunsichert, sehr ängstlich, aber man hatte irgendwie die Hoffnung, dass sich wirklich was ändern könnte, also dass es gelingen könnte, aus der Krise des Privaten vielleicht so eine Art Infragestellung des Status quo abzuleiten und aus der Krise des Öffentlichen, also öffentliche Räume, in denen niemand mehr ist, das einzige Thema, was alle kannten, war Corona, dass man da neue Formen der Solidarität erwerben könnte, neue Infrastructures of Care, hatte ich das damals genannt. Das muss man jetzt gar nicht im Einzelnen verstehen. Wichtig ist aber zu wissen, dass ich damals noch sehr positiv gestimmt war. Jetzt, heute, zweite, vielleicht dritte Welle, sehe ich tatsächlich die Krise als Krise. Also ich glaube, dass wir durch diese Dissoziation in der Gesellschaft eher diesen disruptiven Teil stärker spüren. Wir merken, wir selber und auch die Politiker sind relativ hilflos im Umgang mit Unsicherheit. Die Krise ist ein ganz krasses Beispiel für den Umgang mit Unsicherheit. Die Solidarität schwindet, die Ungerechtigkeit steigt. Die Leute begeben sich in ihre oder sind sozusagen zurückgeworfen auf ihre Kontexte und Blasen. Und wir machen auch noch viele Schulden. Ja, und das Ganze hat noch nicht mal die Auswirkung, dass wir davon jetzt günstigere Mieten haben. Was hat das mit der urbanen Transformation zu tun, wenn jetzt hier so grüne Textfelder eingeblendet sind? Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Dann sind das immer diese Abschnitte aus der Nachhaltigkeitsstrategie, die ich mir jetzt für heute noch mal genauer angeguckt habe. Klar, also besondere Herausforderungen, da haben wir auch, das lädt hier jetzt teilweise noch, das macht aber nichts, den Klimawandel, der natürlich ein großes, also eine große Herausforderung an die Städte darstellt, die Erderwärmung, Klima, so immer Starkwetterereignisse, Fluchtbewegungen, auch da schon sozusagen so eine Art neue Ungerechtigkeit, die sich auch räumlich manifestiert in vielen Regionen der Welt. Da kann man sozusagen sagen, die Herausforderungen sind vielfältig. Und die Frage ist eigentlich, was sind die dahinterliegenden Treiber? Und das ist jetzt hier natürlich relativ plakativ, aber ich konnte es mir nicht verkneifen zu sagen, naja, es ist halt schon ein Problem, dass alles immer wachsen muss. Also wir kennen das Paradigma von Wachstum als Fortschritt, immer mehr von allem, allen geht es immer besser, die Flut hebt alle Boote. Aber tatsächlich war ja eigentlich schon vor langer Zeit klar, dass das Grenzen hat und dass es auf dem einen Planeten, der hier als Kugel in dem Kreis sitzt, natürlich nicht unbegrenzt Verfügbarkeiten gibt, sowohl nicht von Rohstoffen als auch von Raum. In dem Fall geht es ja bei mir immer um den Raum. Die Flächenkonkurrenzen sind gerade schon angesprochen worden und natürlich auch, ja, das erzeugt verständlicherweise Wut bei denen, die das alles erben, also die eben diese, ja, ich nenne die gerne auch Fucked-up-Systems, also die übernutzten Ozeane und die sterbenden Wälder mal erben. Kann gut verstehen, dass die auf die Straße gehen. Ich muss sagen, ich finde tatsächlich, dass die Strategie hier relativ schnell in so eine Art sektorales Denken fällt. Also dass man eben dann rechnet man Treibhausgase aus, man rechnet CO2-Mengen aus, man rechnet aus, wie viel Prozent von was, wie viel Lärm oder Müll produziert. Und wenn man das so schön trennt, dann hat man auch irgendwie das Gefühl, man kann das beherrschen. Vielleicht ist das aber so, dass man sich grundsätzlich eigentlich viel stärker Gedanken machen muss, wo man hin will. Es gibt ja diese, also wir haben im Transformation Design viel über Zukünfte geredet und wie man die eigentlich wieder öffnen kann, also wie man dafür sorgen kann, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Zukunft ist ja bekanntlich was, worin noch niemand war, was man also auch nicht kennen kann. Und es gibt natürlich verschiedene Verfahren, wie man annehmen kann, wie man dahin käme, wenn man das wollte. Also man kann Szenarien schreiben, man kann sich überlegen, was ist eigentlich wahrscheinlich. Ne? Jetzt hier dieser Szenariotrichter, der sagt halt, wo ist eigentlich eine bevorzugte Zukunft? Also was für eine, hier ist immer heute und da ist immer die Zukunft. Ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich gar nicht so unbedingt da landen, dass dieser Preferable Future Cone hier innerhalb dieses Wahrscheinlichen liegt, sondern vielleicht haben wir auch eine Ökodiktatur und gar keine Alternativen mehr oder das, was wir uns wünschen, liegt eigentlich gar nicht mehr im Rahmen des Möglichen oder wir sind nicht dabei. Mit all solchen schwierigen Fragen haben wir uns hier im Transformation Design beschäftigt. Das ist ein wenig angelehnt an diese Paradigmen der transformativen Wissenschaft. Die hat sehr viel auch Parallelen mit dem Designprozess tatsächlich, wo man sich auch ein System erstmal anschaut, Systemwissen erwirbt, dann Zielwissen dazu erarbeitet und dann sich überlegt, okay, wie komme ich jetzt von hier
nach da, was für Transformation Knowledge, also Transformationswissen brauche ich. Und da ist auch immer schon ein Teil gewesen, Experimente und daraus zu lernen. Also das ist jetzt auch eine Strategie, die viel in Reallaboren angewendet wird. Im Design würde ich mal behaupten, kennen wir die schon länger. Und die ist auch ganz wichtig, weil dieses ständige Testen und auch diese Kreisläufe, die sind wichtig auch für meine Profession, die immer denkt, wir machen einen Plan und dann gehen wir von A nach B und dann sind wir fertig. Nein, dann fängt es eigentlich wieder von vorne an. Das hier ist fast meine Lieblingsseite, da könnte ich stundenlang drüber reden. Ich hoffe, dass ich jetzt schaffe, ganz kurz zu sagen, was ich damit sagen will. Das ist die Seite mit den Imaginaries, mit den Vorstellungen von, wie eigentlich städtische Zukünfte aussehen könnten. Und ich habe das jetzt mal hier mit dieser schrägen Linie unterteilt in die, die eher Solutionism betreiben, also lösungsorientiert sind und eher sozusagen, ne, wo ist die Herausforderung, wo ist die Frage, wie kann ich darauf antworten. Da gibt es aber auch im Design oder in der Gestaltung schon lange den Aspekt des kritischen Denkens. Also zu sagen, ich tue das mal kund, dass ich das hier nicht gut finde. Natürlich enthält jede Utopie eigentlich immer auch eine Kritik am Bestehenden. Aber sehr schön dazu dieses Zitat von Hans-Paul Barth schon von 1968. Wir werden nie in Großstädten leben, die einheitlich widerspruchslos aus dem Geist einer Epoche oder gar einer Theorie geplant sind. Wir haben immer einen Bestand, mit dem wir umgehen wollen. Man muss die Sachen umdeuten, sagt Barth eigentlich hier. Und den Mut und die Idee zu einer solchen Umdeutung kann nur die Utopie und niemals die Erfahrung geben. Weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt. Aber was ich hier zeigen will, ist eigentlich, dass diese Bilder, also teilweise eben so städtische Konzepte aus den vergangenen Jahrzehnten, dass die so wirkmächtig sind, dass wir heute sehr davon geprägt sind. Also wir haben eben so Vorstellungen im Kopf von, ja, von Digitalität, von städtischem Leben. Und das geht bis sozusagen bis in unsere, vielleicht kriege ich es jetzt auch noch scharf, das geht bis in die Vorstellungen auch, die wir heute haben, davon, wie Mobilität funktionieren soll, hier autonomes Fahren aus den 70ern, wie wir mit Medien umgehen oder mit Digitalität, das ist hier aus den 90ern, aus Blade Runner. Und ja, dann sieht man da rechts, wenn man es sehen könnte, scharf würde man Andy Scheuer und Doro Bär sehen, wie sie ja, mit dem Laserschwert in die Zukunft voranschreiten. Was ich da kurz noch erwähnen will, ist tatsächlich, also es gibt ja Strategien, auch das Umweltbundesamt empfiehlt für die Stadt von morgen die doppelte Innenverdichtung, also nicht mehr neue Flächen in Anspruch nehmen, alles nach innen, also doppelt innen bauen, doppelt innen begrünen, doppelt innen den öffentlichen Nahverkehr stärken, dass natürlich dieses ganze Verdoppeln von allem, vor allem steigende Bodenpreise zur Folge hat, das finde ich, ist ein Aspekt, der zu wenig beleuchtet wird in der Debatte. Es gibt natürlich auch viele Leute, die immer schon sagen, das können wir so gar nicht machen. Wir müssen einfach bestimmte Dinge aufhören. Vielleicht dann noch mehr dazu. Es sind ja immer auch so ein paar Verkehrsfolien schon dabei. Aber die Analyse ist eigentlich die, dass dieses sektorale Denken, das natürlich hilft dabei, Probleme sozusagen zu separieren und dann erstmal alleine zu lösen, das verbirgt halt auch Konflikte. Also auch in der Nachhaltigkeitsstrategie sind ja bestimmte Konkurrenzen gar nicht benannt, wie zum Beispiel, dass eben die doppelte Innenentwicklung zu steigenden Preisen führt und damit eben nicht auch noch gleichzeitig zu günstigerem Wohnraum, kann sie auch gar nicht. Insgesamt finde ich, dass man viel zu wenig über Qualitäten redet, sondern viel zu viel misst und zählt. Also Kriterien nach so einer Art Quantifizierbarkeit aussucht auch. Also was will man sonst vergleichen? Das gibt widersprüchliche Ziele und naja, also das wäre jetzt meine, das ist jetzt schon sehr tendenziös, aber ich finde, die Flughöhe ist immer noch zu gering für das Problem, was wir gerade schon gesehen haben und die Selbstzufriedenheit ist vergleichsweise groß bei einigen Protagonisten. Vielleicht, was sind diese Konflikte? Ganz kurz dadurch, also es ist ja schön, jetzt aktuell die Debatte ums Wohnen total überhitzt, das Eigenheim, die Grünen wollen es angeblich verbieten. Es ist natürlich wirklich ein Flächenfresser, vor allem wird es immer teurer. Es gibt diese Konkurrenzen und auch die Logik, dass man Wohnen als Ware behandeln kann, hilft natürlich nicht bei der Bereitstellung von Wohnraum für alle. Die Stadt ist sozusagen immer beides. Die ist der gemeinsame Grund, über den wir verhandeln und den wir auch miteinander gestalten müssen. Die ist aber auch immer eine Differenzmaschine, habe ich das mal genannt. Also ein Ort, wo Dinge auch unterschiedlich sein können, auch im Konflikt sein dürfen und wo auch verschiedene Meinungen zugelassen werden können müssen.
Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, auch an städtische Räume. Also es gibt dann eben die Tendenzen, ja, die systemischen Abhängigkeiten. Es gibt natürlich den Protest dagegen. Was diese ganzen Bilder, die ich vorhin gezeigt habe, in unseren Köpfen machen, ist natürlich, dass wir bestimmte Dinge erwarten. Also wir halten das eben für normal. Das Mobilität wird als unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens beschrieben. Das ist okay. Also wenn ich nicht im Gefängnis bin, kann ich hingehen, wo ich will. Also das ist die Freiheit meiner Ortswahl. Aber kann ich das mit jedem Verkehrsmittel? Also habe ich ein Recht auf Fliegen? Habe ich ein Recht auf Zeppelin fahren? Ich habe hier in einer frühen Darstellung der Autorin ein Recht auf Dreirad. Also das ist 70er Jahre. Ne? Da ist man total sozialisiert worden mit solchen Bildern, mit Easy Rider, mit so Beschleunigungsfantasien. Und noch heute sind ja viele Leute eigentlich, ja, also einfach haben eine libidinöse Beziehung zu ihrem Auto. Und da geht es jetzt gar nicht darum, was vernünftig wäre, sondern einfach, was Spaß macht. Spaß macht in der Tat, das ist jetzt eben hier vielleicht auch das einzig Positive, was ich erkennen kann im Moment an Corona und Verkehr, macht auch inzwischen nicht mehr so Spaß, weil die ganzen Autos ja wieder auf der Straße sind. Aber natürlich ist das Fahrradfahren wieder in so einer Art zu neuen Ehren gekommen oder in eine Renaissance. Hier links nochmal ein Zitat von Buckminster Fuller, der eben berichtet, eigentlich relativ stolz berichtet, dass sich die Reisezeit zwischen seinem Vater und ihm oder die Reisemenge, also die 30.000 Meilen, die sein Vater in seiner Lebenszeit zurückgelegt hat, die hat er auf 3 Millionen Meilen verhundertfacht. Und er denkt, das ist auch von 1963 schon ein Vortrag, da denkt Buckminster Fuller darüber nach, dass bestimmt die nächste Generation dann das Tausendfache schafft. Damit mit all diesen systemischen Lockdowns oder Lockups oder diesen In-the-Box-Denken bekommen wir natürlich Infrastrukturen, die uns dann gewisse Zwänge auch vorschreiben. Also wenn wir Autobahnen bauen und damit die Siedlungen erreichen, die im Grünen liegen, dann kann man jetzt da nicht den Leuten das Auto wegnehmen, weil wie sollen sie dann in die Stadt kommen? Also das heißt, das ist eben auch die Frage mit der Zukunft, also die Zukunft von diesen Infrastrukturen ist eben langlebig und dann haben sie eben, ja, dann kommt man dazu, dass sie sind, es ist eine Darstellung der Pendlerverflechtung und das ist schon ein ganz schöner Irrsinn, was die Deutschen im Jahr an Reiseleistung haben. Also da umrunden wir gemeinsam mehrfach den Erdball. Während die Städte stehen unter Druck, während woanders die Wohnungen leer stehen und die Brachen fallen. Das kann man anders lösen. Also man hat ja schon lange diese Vergleiche. Das ist von 1990 aus Münster eine Folie, die zeigt den Platzbedarf von den immer gleichen Leuten, je nachdem, ob sie im Auto, auf dem Fahrrad oder im Bus unterwegs sind. Und hier, naja, eine Anzahl von Bromptons, die auf einem SUV-Parkplatz Platz hätte. Da sind wir aber noch nicht. Und die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also welche Strategien gibt es eigentlich, die ich anwenden kann? Es gibt viel mehr Strategien als die in dieser Nachhaltigkeitsstrategie drin sind. Ich habe das Gefühl, unsere Regierung ist auch nicht so strategiestark. Also wir haben natürlich die bekannten, die sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsstrategien. Wir haben die Kategorien oder die Felder der Nachhaltigkeit. Ich habe tatsächlich ganz gerne diese hier unten. Das ist ein bisschen mein Feld. Ich denke, wir müssen eigentlich auch Fähigkeiten entwickeln, nicht nur Strategien, sondern wir müssen das ja auch machen. Wir müssen das auch umsetzen, was wir beschließen. Und dazu brauchen wir die Fähigkeit, eben Dinge zu erhalten, verantwortlich zu betreiben und eben auch uns Dinge zu wünschen, die wir vielleicht gerne hätten und uns gar nicht mehr trauen zu sagen. Im Gegensatz dazu schlägt die Nachhaltigkeitsstrategie dann oder klopft sich auf die Schulter, weil es jetzt Bewertungsgrundlagen und Systeme gibt. Ich weiß aus der Praxis, dass tatsächlich natürlich so verdienstvoll das ist, die Abfallschlüssel zu verkomplizieren. So teuer wird es in der Entsorgung und so sehr kommen die Firmen am Ende eigentlich nicht mehr klar damit, wohin der ganze Müll eigentlich wandert. Das ist meine letzte Zeile. Ich gehe jetzt ganz kurz noch durch einige Bilder durch, wo ich sage, okay, was könnte man denn machen? Das sind Projekte von uns, die sich sehr stark auch mit so einem Storytelling beschäftigen, also wo wir sagen, man muss auch Geschichten erzählen, man muss ja eigentlich, man soll nichts verbieten, sondern das Ziel wäre eigentlich, Dinge so attraktiv zu machen, dass man gar nicht anders kann, als mitmachen wollen. Hier ein Projekt, wo wir Geschichten erzählt haben aus der Zukunft der Stadt Wittenberge, die von Abwanderung geprägt ist. Und in diesen Zukunftsgeschichten gibt es Leute, die erzählen, es ist jetzt leider hier nicht scharf geworden, na doch, es gibt Leute, die erzählen, was sie da Tolles gemacht haben. Die agieren aber alle aus einer fiktiven, aus 2025 heraus. Wir haben dann noch mal einmal
diese Geschichten quasi im Rahmen eines echten Spaziergangs vorgeführt und haben festgestellt, dass es sehr leicht ist, so eine kollektive Fiktion aufzubauen. Also wenn man spielt, man wäre in der Zukunft, und man hätte die Idee gehabt, hier ein, weiß ich nicht, ein Reihenhaus zu bauen oder ein Gemeinschaftsgruppenprojekt aufzuziehen, dann sagen alle Leute, ja klar, das kann ich mir ja auch vorstellen. Also so geteilte Visionen zu erzeugen, ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und da würde ich eben auch sagen, vierte Frage, wie geht man mit Bestandsgebäuden um? Man lässt sie natürlich stehen. Also alles ist besser als abreißen und neu bauen. Das haben wir auch hier behauptet in Stuttgart-Stöckach. Das war ein Wettbewerb, wo gefragt wurde, wie können wir ein ehemaliges eine Firmenzentrale umnutzen. Da haben wir eine Geschichte erzählt von den Zukunftsstrategen, also Effizientia, Consistentia und Suffizientia kommen hier als Superheldin in das Quartier und müssen eigentlich auch nichts abreißen, sondern nur umnutzen. Tatsächlich haben wir da, wir sind in der ersten Runde rausgeflogen, gewonnen hat am Ende einer, der fast alles abreißt. Und eine Prämie gab es immerhin für einen oder eine lobende Erwähnung gab es für jemanden, der so eine ähnliche Strategie hatte wie wir. Aber halt immer mit diesem, ja, schöner Plan, aber das klappt ja leider nicht. Also die Fähigkeit zu erhalten, hat man noch Luft nach oben. Das gilt natürlich auch für ländliche Regionen. Also wir haben hier jetzt eine Studie gerade abgegeben zu den wünschenswerten Wohnzukünften im Elbe Valley. Das ist das schwarze Loch in jeder Strukturschwächekarte, wo das Wendland, also quasi Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt aneinanderstoßen. Da ist nichts los. Da haben wir einen Prozess, also so eine Art Visionsprozess selber durchlaufen, wo wir mal nichtmenschliche Akteure mit an den Tisch geholt haben, in dem Fall jetzt die Elbe und den Wolf, stellvertretend für die Natur und die Tierwelt, die dann eben auch mal sagen durften, was sie eigentlich gut finden in dieser ganzen anthropozentrisch geprägten Planungskultur. Und das Letzte, ja, die Sprachfähigkeit, die Verantwortungsfähigkeit oder auch die Bereitschaft, anderen zuzuhören, könnte meines Erachtens auch oder muss dringend trainiert werden. Das tut mir jetzt leid, dass man die Bilder alle nicht sehen kann, aber wahrscheinlich ist meine Zeit ja eh bald um. Da sage ich jetzt nur so viel, das war ein Workshop, den ich mit Sabine Zahn zusammen durchgeführt habe, wo wir das Haus der Statistik untersucht haben in Bezug auf die Spuren, die da von anderem Leben zu finden waren. Und wir haben versucht, damit auch eben so eine Art Archäologie der Möglichkeiten zu betreiben und haben Geschichten erzählt am Ende von diesen fremden Spezies, denen wir da begegnet sind. So hätte ich das machen müssen. Was kann man also tun? Also man kann natürlich, es gibt viele Strategien, die ganz toll sind. Also man kann öffentliche Räume anders gestalten, man kann gemeinschaftlich wohnen, man kann genossenschaftlich arbeiten, man kann sozusagen das Mobilitätskonzept umkrempeln, wie die das in Barcelona gemacht haben mit ihren Superilis, wo plötzlich eben im Blockinneren Fußgängerzonen entstehen. Und es gibt eben auch tatsächlich Leute, die sagen, nö, man muss hier eigentlich nichts bauen, der Platz ist prima, so wie er ist. Also Degrowth-Konzepte müssten eigentlich viel stärker in den Vordergrund gebracht werden, Suffizienzstrategien. Also tatsächlich, ich wünsche mir einen Perspektivwechsel und einen Kulturwandel. Und das ist natürlich ein dickes Brett und da muss man lange arbeiten. Aber es lohnt sich, meiner Meinung nach. Und wir haben eben hier, das vielleicht noch zum Abschluss, ach Gott, es ist schade, dass man das alles nicht so richtig sieht. Das sind Bilder vom Flussbad in Berlin, also einem Projekt, was eigentlich nicht viel macht, außer zu sagen, warum sollen wir eigentlich in dem Fluss nicht wieder schwimmen? Und damit bin ich am Ende und freue mich auf die Diskussion nachher. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Frau Hebert. Schön, dass Sie Ihre Vision mit uns geteilt haben. Und mir geht noch ganz viel im Kopf rum, besonders dieser Satz, Dinge so attraktiv machen, dass man gar nicht anders kann, als dahin zu wollen. Und in vielen Bereichen haben sie mir gerade echt Lust gemacht, da weiter zu denken. Aber Dani, genau. Ja, das war eine
Wahnsinnig schöne Reise. Ich bin auch ganz inspiriert. Ich wäre jetzt gerne im Flussbad. Ein Freund von mir hat da tatsächlich auch mit, also ist auch engagiert. Ich finde das eine ganz verrückte und inspirierende Idee auch. So, jetzt gehen wir aber nochmal in einen ganz anderen Raum, nämlich in einen ländlichen Raum. Und damit zu Frank Michael Uhle in den Rhein-Hunsrück-Kreis. Und der Rhein-Hunsrück-Kreis ist wirklich ein ganz spezieller und schon mehrfach ausgezeichneter. Und ich bin auch ganz froh, dass Herr Uhle überhaupt hier ist, weil ich glaube, er könnte von einer Veranstaltung zur nächsten rennen und vorstellen, was dort im Hunsrückkreis alles gemacht wird. Und von daher bin ich sehr froh, dass wir ihn gewinnen konnten für unser Webinar. Er hat da einiges bewegt vor Ort und wie genau ihm das gelungen ist, zusammen mit all den Bürgerinnen und Bürgern auch, das wird er uns jetzt gleich vorstellen. Und jetzt übergebe ich ihm Präsentationsrechte. Ja, Herr Uhle. Frau Baum, vielen Dank für die Einladung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Projekte bei uns. Ich werde mich jetzt mal heute Abend darauf fokussieren, hier auf unsere Elektrodorf-Autos, die sehr erfolgreich laufen, und zum nachhaltigen Bauen ein Beispiel und auch, wie wir die Emissionen im Gebäudebereich schnell senken können. Ja, Sie sehen, der Rhein-Hunsrück-Kreis, er liegt im Herzen von Rheinland-Pfalz. Eben haben wir ganz viel von Frau Dr. Hebert über urbane Räume gehört. Sie sehen bei uns 103.000 Einwohner, 137 Städte, Ortsgemeinden, davon 75% weniger als 500 Einwohner. Also viele reden vom ländlichen Raum. Wir sagen selbstbewusst, wir sind es. Und vieles von dem, was wir eben gehört haben, werden Sie gleich sehen. Wir haben aus den Schwächen Stärken gemacht und sind aus einer ehemaligen strukturschwachen Region ja zu einer vitalen Region geworden, wo Leute heute wieder aus Städten hin zurückkehren, weil wir ihnen Work-Life-Balance und auch viele Dinge der Nachhaltigkeit heute schon bieten können. Ja, geprägt ist unser Landkreis einmal durchs UNESCO-Weltkulturerbe Mittelrheintal und durch die Hunsrückhöhen. Mein Name ist Frank Michael Uhle. Ich bin auch Architekt von der Ausbildung, seit 22 Jahren für den Rhein-Hunsrück-Kreis tätig und seit jetzt 9 Jahren in der Funktion als Klimaschutzmanager. Und ja, Sie sehen, ländlicher Raum, unser großes Problem, dass wir auf individuelle Mobilität notwendig hingewiesen sind. Wenn Sie sehen, 103.000 Einwohner, 71.000 zugelassene PKWs. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Obwohl wir viel Geld in ÖPNV herein investieren, sind wir Pendlerregion. Und da braucht man das. Sie haben auch eben schon die Karte mit den Pendlerströmen gesehen. Auch bei uns sehr viele Auspendler, Einpendler in den Landkreis herein. Und natürlich geprägt unser Landkreis durch sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser. Und das ist dann auch unser Problem, wie wir es eben gesehen haben. In den anderen Sektoren ist es bei uns sehr, sehr gut gegangen. Wir sind im stationären Bereich schon bilanzieller Null-Emissionslandkreis. Das liegt daran, dass wir mehr als dreimal so viel Strom erzeugen, wie bei uns im Landkreis verbraucht wird. Und aktuell diese 200% Gutschrift nach dem deutschen Strommix, der CO2-Gehalt, können wir die Emissionen im Wärme- und Abfallbereich im Moment abdecken. Sind da vielleicht der erste bilanzielle Null-Emissionslandkreis im deutschen Binnenland. Demgegenüber steht, dass die Emissionen im Verkehrsbereich sogar gestiegen sind seit 1990. Sie sehen es hier, Diesel und Benzin, die große Säule, weil sogar der Fahrzeugbestand noch zugenommen hat. Und das ist nicht nur ein Problem für die CO2-Bilanz, sondern auch für die Haushaltskasse. Sie sehen hier den durchschnittlichen Haushalt bei uns: 2.500 Liter Heizöl, 4.000 Kilowattstunden Strom, 25.000 Kilometer Fahrleistung, wie gesagt, Pendlerregion. Und da sehen Sie, was aus der Haushaltskasse für Energie abfließt. Blau ist für Heizöl, darüber ist das, was an die Tankstelle fließt, und oben Strom. Also diese Energiearmut, die wir alle spüren, die kommt nicht von der EEG-Umlage. Das ist oben der kleine rote Balken, den ich eingeblendet habe. Das meiste Geld geht drauf für fossile Energien und Sie sehen, das meiste bei uns fließt an die Tankstelle. Und dabei ist die Elektromobilität, ja, die ist heute schon wirtschaftlich
Und in Städten ist auch Carsharing, auch E-Carsharing längst en vogue. Dabei sagen wir, Elektromobilität ist die Riesenchance für den ländlichen Raum. Um von Effizienz zu sprechen, ist es 70-80% effizienter als die alten Verbrennungsmotoren. Man kommt umgerechnet mit 1,5 Liter Benzin, kann man fahren auf 100 Kilometer. Die Verbrauchskosten betragen nur ein Drittel im Vergleich zu Benzin, wenn ich mit zertifiziertem Ökostrom fahre. Die Wartungskosten sind deutlich geringer und die Garagenparker bei uns haben heute schon kein Ladeproblem. Und ich zeige Ihnen das hier mal im Vergleich zu den alten Pendlerfahrzeugen, die hier üblich waren. Ich selber habe 10 Jahre lang so einen Touran gefahren. Diesel, es hieß immer, ein günstiges Auto für Pendler. Vollkommener Quatsch. Sie sehen hier, letztes Jahr in der Corona-Krise, als der Diesel nur 1 Euro gekostet hat, Betriebskostenersparnis jetzt durch den Renault Zoe 1600 Euro. Ich betrachte das immer auf 8 Jahre, wo man ein Pendlerauto betrachtet. Da sehen Sie 13.000 Euro mehr Betriebskosten. Übrigens, die Folien stelle ich Ihnen im Nachhinein gerne zur Verfügung. Bitte, Frau Baum, die zu versenden. Sie sehen hier links alle, ich habe viele Links hier in der Präsentation drin, wo Sie das alles nachlesen können, diese wirtschaftlichen Auswertungen. Noch schlimmer ist es, wenn man ein altes Benzinauto hat, was man meinetwegen günstig erworben hat, hier so einen Mercedes-Benz zum Beispiel, und denkt, Mensch, was spare ich an Geld? Nein. Sie sehen bei 1,18 Euro der Superbenzin 2.500 Euro Betriebskosten mehr im Jahr, 20.000 hochgerechnet auf 8 Jahre. Und so ist es bei uns, die über 70.000 PKWs im Landkreis. Ich sage mal, davon sind ca. 30.000 bis 35.000 Pendlerfahrzeuge, die nächsten Jahre aus rein monetären Gründen gegen E-Fahrzeuge ersetzt werden. Wenn die jetzt bei den Händlern stehen, will das jeder haben. Ich fahre jetzt seit 3 Jahren E-Auto. Es hat so angezogen, das Interesse ist riesengroß. Wir kriegen da jetzt jeden Tag Anrufe. Aber unser Ziel kann es nicht sein, die 70.000 PKWs durch 70.000 E-Fahrzeuge zu ersetzen. Weil Sie sehen hier am Beispiel meine Frau und ich, jeder Haushalt bei uns hat noch einen Zweitwagen, viele sogar einen Drittwagen. Und wenn man das betrachtet, man denkt, man braucht den, um flexibel zu sein in der Mobilität. In Wahrheit, diese Zweitwagen, die stehen nur rum. Das sind keine Fahrzeuge, das sind Standzeuge. Und die sollten aus ökologischen und wirtschaftlichen Gründen gegen Dorfautos, also Carsharing auf dem Dorf, ersetzt werden. Und so hat eine Ökogruppe in Neuerkirch schon 2014 diese Ziele des Dorfautos aufgeschrieben. Wir brauchten das einfach per Track and Drop in unser Kreiskonzept zu übernehmen. Die tollen Ideen bei uns, die kommen alle aus der Bevölkerung. Es geht also darum, als erstes mal E-Mobilität, die muss man wortwörtlich erfahren. Man kauft sich ein E-Auto nur, nachdem liebe Leute einmal für einen Tag die Schlüssel gegeben haben, man seine Standardstrecke fährt, dann sieht man, das macht ja Spaß, das ist ja niedriger Verbrauch, alterstauglich. Dann kauft man sich ein E-Auto. Dann geht es darum, wie gesagt, diese Zweitautos durch Gemeinschaftsautos zu ersetzen. Und es ist für uns auch eine Ergänzung des ÖPNV-Angebotes, in das wir viel Geld reinstecken als Kreis. Insbesondere für kleinere Dörfer, die nicht so eng getaktet sind mit der Busanbindung, für Zwecke von Einkaufsfahrten, auch Senioren-Einkaufsfahrten, Getränkemarkt etc., Transport von sperrigen Gegenständen, Fahrten mit bis zu 5 Personen, beispielsweise zu Vereins- oder Sportveranstaltungen. Und deswegen haben wir uns bei den Dorfautos auch für geräumige Allrounder entschieden. Die Ausschreibung ist dann auf Renault Kangoo Maxi gefallen. Und das sind die Eckdaten. Also im Dezember 2019 sind wir gestartet, stellen jährlich wechselnd 7 Gemeinden im Rhein-Hunsrück-Kreis immer für 12 Monate so ein E-Dorf-Auto zur Verfügung, das die Bürgerinnen und Bürger kostenfrei nutzen können. Unser Ziel war also kleine Gemeinden und Stadtteile in Städten, die nicht mehr als 1250 Einwohner haben. Und nach 12 Monaten wechselt das Auto dann immer an den nächsten Standort. Die teilnehmenden Gemeinden, was ist deren Beitrag? Also die mussten einen zentral gelegenen Standort für das Kfz bereitstellen, meistens am Gemeindehaus, am Feuerwehrhaus, zentral im Ort gelegen.
und ein Ort, wo wir die Ladestation installieren konnten. Sie mussten uns zusagen, dass die Autos mit zertifiziertem Ökostrom beladen werden, vorzugsweise aus einer eigenen PV-Anlage auf dem jeweiligen kommunalen Gebäude. Und in jedem Ort musste mindestens ein Kümmerer benannt werden, ein ehrenamtlicher Ansprechpartner, der sich um die Sauberkeit des Autokümmers, die Schlüsselkarten ausgibt, etc. Ja, wie funktioniert Carsharing? Sie alle kennen das aus Städten genauso. Es ist sogar so, dass keine Schlüsselkarten ausgegeben werden mussten, sondern unser externer Dienstleister, ich halte es hier mal ins Bild, dieser kleine RFID-Chip, so groß wie ein Centstück, er wurde auf die Führerscheine geklebt und damit können die Bürger die Autos freischalten und auch wieder verriegeln in der Zeit, wo sie die Autos gebucht haben. Der organisatorische Ablauf, also wir als Landkreis haben die Fahrzeuge geleast, das Buchungssystem ausgeschrieben, die Versicherung etc. Die Ladeinfrastruktur am ersten Ort geschaffen. Im zweiten und dritten Jahr tragen die Kosten für diese Ladestation die teilnehmenden Gemeinden. So ein Auto kostet uns im Unterhalt rund 7.000 Euro im Jahr. Und im dritten Betriebsjahr wird das von den teilnehmenden Verbandsgemeinden und der Stadt Boppard getragen. Ja, und unser Ziel ist, dass nach dem Jahr die Gemeinden sagen, hey, das hat uns gefallen, ein tolles Angebot für unsere Bürger und quasi auf eigene Kosten solche Dorfautos anschaffen. Unser Kreistag hat auch jetzt nochmal beschlossen, dass wir das 2 Jahre lang dann noch einmal finanziell unterstützen mit einer Anschubfinanzierung für die Gemeinden, die das auf eigene Kappe quasi verstetigen. Gekostet hat uns das also 60.000 Euro pro Jahr für die 7 Fahrzeuge. Und gehe mal weiter. Den Projektaufruf, den haben wir also an alle Ortsgemeinden, Stadtteile in Simmern geschickt. Die Resonanz war phänomenal. In der Verbandsgemeinde Simmern war sogar so ein großes Interesse, dass direkt auf Kosten der Verbandsgemeinde ein 8. Auto dazu geordert wurde auf eigene Rechnung, sodass wir jetzt quasi in 3 Jahren an 24 Standorten im Landkreis das Dorfauto ausprobieren können. Hier sehen Sie mal Bilder von der Übergabe beim Projektstart vor einem Jahr. Das Medieninteresse war riesengroß. Ich sende Ihnen hier mit den Folien auch mit, auch aktuelle Berichterstattung, schöne Artikel, die Presse darüber geschrieben hat. Und sogar bis ins italienische Staatsfernsehen haben wir es damit geschafft. So, jetzt hängt meine Folie. Hier sehen Sie mal die Auswertung in den jeweiligen Orten, hier nach 11 Monaten. Es war also so, dass im ersten Betriebsjahr 350 Bürger sich für die 8 Autos haben registrieren lassen in der Summe. Es wurden 3.600 Einzelfahrten im ersten Jahr gemacht und 184.000 Kilometer gefahren. Das war mehr als doppelt so viel, wie die Carsharing-Anbieter uns vorher gesagt haben, was durchschnittlich so ein Auto gebucht wird. Es war natürlich ein toller Effekt, dadurch, dass es für die Leute kostenlos war. Aber dadurch konnten wir 2 Hemmschwellen überwinden. Die Angst vor der E-Mobilität und der Sharing-Gedanke, der in Städten üblich war. Wir haben ihn in die Dörfer gebracht und alle denken da jetzt drüber nach. Ja, wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, wo kommt der Strom für die E-Autos her? Ganz einfach, von den Dächern. Es ist ein Motto bei uns, wir machen jetzt die Dächer bei uns zu Tankstellen. Sie sehen hier mein Lieblingsbeispiel für den Prosuma, das Wohnhaus Konrad, 18 Kilowatt Peak Photovoltaik auf dem Dach in alle Richtungen. Er hat seine Gartengeräte alle auf Elektrogeräte mit Akku umgerüstet. Mittlerweile hat er 2 reine E-Autos. Und wenn Sie mit eigenem PV-Strom fahren, fahren Sie sogar nur zu 25% der Betriebskosten, wie vorher ein Verbrennungsauto. Er hat einen Jahresautarkiegrad inklusive der Autos von über 80% und er speist so viel Überschussstrom noch ins Netz ein. Sie sehen hier, er produziert in seinem Haus mehr als das Dreifache des Stroms, was er daheim benötigt, inklusive der Mobilität, das mit der eingespeisten Mehrstrom ins Netz seine Nachbarn theoretisch nochmal 85.000 Kilometer im Jahr fahren könnten. Es ist also alles da. Hochwirtschaftlich. Damit komme ich zum Thema nachhaltiges Bauen.
Auch jetzt habe ich viel über Energieeffizienz gesprochen beim E-Auto. Und genauso müssen wir es auch beim Gebäude angehen. Und die Energieeffizienz, die steht immer im Mittelpunkt unserer Bemühungen, schon seit 20 Jahren. Sie sehen hier ein Energie-Plus-Gebäude, was jetzt schon 12 Jahre bei uns im Betrieb ist für 25 Angestellte unseres Abfallwirtschaftsbetriebs. Eine kleine PV-Anlage auf dem Dach, 20 Kilowatt Peak, erzeugt mehr Strom, als in der Jahresbilanz für Heizen, Kühlen, Lüften benötigt wird, dieses Gebäudes mit Low-Tech eigentlich errichtet. Es ist ein Energie-Plus-Gebäude. Und über den Lebenszyklus betrachtet, sagen wir mal 60, 80 Jahre, es hat 20% mehr Kosten im Bau gekostet. Aber es ist eine Versicherung gegen steigende Energiekosten und natürlich ist es auch klimaneutral. Aber wie bringen wir die Bestandsgebäude jetzt? Wie können wir die schnell dekarbonisieren? Wir haben eben gesehen, 40% der Emissionen sind im Gebäudebereich, der große Teil davon Wärme. Und auch ich habe früher als Architekt Gas- und Ölheizung gebaut, als junger Architekt. Ich schäme mich da heute für. 2004, Sie sehen meinen Altlandrat Bertram Fleck, hat er gesagt, Herr Uhle, in der nächsten Schule bauen Sie mir eine Holzhackschnitzelheizung. Ist mir vollkommen egal, ob eine Gastherme billig ist, Sie bauen eine Hackschnitzelheizung. Sie sehen rechts das Bild von der Einweihung. Wir waren stolz, 60.000 Liter Heizöl durch Waldrestholz vom heimischen Forstamt ersetzt. Ja, und wenn ich dieses Bild jetzt im Nachhinein nochmal sehe, nach 15 Jahren, es war der Startschuss für Bürgernahwärmenetze bei uns im Rhein-Hunsrück-Kreis. Es fing dann klein an, erstmal für 7 Häuser, dann für 12 im Nachbarort. Heute haben wir 17 dieser Bürgernahwärmeverbünde bei uns. Und ich zeige Ihnen hier mein Lieblingsbeispiel. Links der Ort Neuerkirch, rechts der Ort Kühls. Erstmalig, dass für 2 angrenzende Orte ein Nahwärmeverbund gebaut wurde, der mit Waldrestholz betrieben wird. Aber die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen auch ein solarthermisches Großfeld. Habe erst bezweifelt, ob das funktioniert, aber es funktioniert hervorragend. Sie sehen 1400 Quadratmeter dieser Solarthermieröhren und die Holzöfen sind von April bis Oktober komplett ausgeschaltet. Dann kommt die komplette Wärme für das 6 Kilometer lange Netz für die 150 Häuser, die dranhängen, komplett aus der Sonne. Und auch im Winter an klaren Tagen haben wir tolle solare Erträge, die wir in die Pufferspeicher reingehen. Und hier sehen Sie jetzt mal das Wärmekataster von dem Ort Neuerkirch, was da dran hängt. 105 Häuser, pittoreske, schöne alte Fachwerkhäuser. Sie sehen hier noch 5 rote Punkte, die fossil beheizt werden. Das sind mittlerweile nur noch 2 oder 3. Das heißt, dass in diesem wunderschönen, jahrhundertealten Ort heute nur noch 3 von 105 Häusern fossil beheizt werden. Alle anderen innerhalb von 2, 3 Jahren auf erneuerbare Wärmeversorgung umgestellt. Und als die Gräben offen waren, hat man direkt Glasfaserkabel reingelegt. Die Orte sind heute fit für die Zukunft. Es gibt hier keinen Leerstand mehr. Es gibt eine Warteliste beim Bürgermeister von jungen Familien, die gerne ein Haus erwerben möchten, wenn mal ein Generationswechsel ansteht. Und die fragen alle am Telefon, liegt Glasfaser im Haus, ist das Haus am Nahwärmenetz? Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele im Homeoffice sind, ist ja ein Glasfaserkabel im Haus quasi die Grundvoraussetzung dafür. Also solche Orte haben die Herausforderung des demografischen Wandels bewältigt und gerade jetzt in Corona-Zeiten ein Glück, dass sie so gut dastehen. Hier mal ein Luftbild von der Solarthermieanlage, von der Heizzentrale. Hier mal von den Vakuumröhren eine Nahaufnahme. Selbst bei minus 10 Grad an klaren Sonnentagen, wie wir es jetzt vor kurzem hatten, holen wir 350 Liter Heizöläquivalent an einem Tag aus diesem Feld heraus. Und mittlerweile sind 3 dieser Projekte im Rhein-Hunsrück-Kreis gebaut, beziehungsweise das dritte gerade in der Planung. Zum Abschluss noch, wir hatten eben auch gehört, Kreislaufwirtschaft, Stoffstrommanagement. Uns war auch schon vor 15 Jahren klar, wir haben zwar 44% des Landkreises Waldfläche, aber das Waldrestholz, das Durchforstungskäferholz, es wird nicht ausreichen, um alle 35.000 Bestandsgebäude im Haus auf Biomassenutzung umzurüsten. Und wir haben einen runden Tisch einberufen mit Landwirtschaft, mit Abwasserwerken, mit unserem Abfallwirtschaftsbetrieb. Und letztere haben gesagt, ja, wir haben doch in jedem Ort bei uns einen Sammelplatz, wo die Bürger ihre Gartenabfälle hinbringen können, ihren Baum- und Strauchschnitt. Und lass uns doch schauen, ob wir
das nicht hochwertig verwerten können. Wir haben uns dann wissenschaftlich begleitet ein Konzept erstellen lassen, wie wir dieses Material an den Sammelplätzen aufnehmen, auf den Aufbereitungsplatz bringen, den Sie hier oben links sehen, schreddern, über Mietenkompostierung, organisch trocknet sich das runter. Wenn der Trockenprozess abgeschlossen ist, kommt das sogenannte Sternsieb, holt die Feinfraktion raus, die als Carbonsenke und als Bodenverbesserer heute in den Weinbau geht mit Zuzahlung. Und das Holzi-Material bringen wir in diese Storages, die Brennstofflager, in Schulzentren. Und so beheizen wir heute 38 kommunale Großgebäude damit. Mit dem Baum- und Strauchschnitt aus den Gärten heizen die Bürger jetzt quasi die Schulen ihrer Kinder und Enkel. Und die Wirtschaftsprüfer haben uns testiert. Alleine dadurch sind 5 Arbeitsplätze in der Summe entstanden. Wir sparen 800.000 Liter Heizöl-Äquivalent im Jahr ein. Und wir nutzen heute dafür nur die Hälfte von dem Material, was die Bürger uns auf die Sammelplätze bringen. Und das ist unser Beispiel dafür, dass man einfach in jeder Region runde Tische machen muss, die Akteure zusammenbringen und fragen, wer hat welche Idee, über Verwaltungsgrenzen hinausdenken und einfach die Ideen umsetzen. Das läuft jetzt schon seit über 10 Jahren mit dem Baum- und Strauchschnitt und sehr erfolgreich. Ja, Sie sehen, wir sind mal mit 60.000 Liter Heizöl gestartet. Heute 17 Nahwärmeverbünde im Betrieb, in der Summe 2,7 Millionen Liter Ersparnis im Jahr schon in regionale Wertschöpfung umgewandelt. In 20 Jahren bleiben so mindestens 40 Millionen Euro in der Region, die vorher abgeflossen sind für fossile Energieimporte. Ja, in der Summe hat das dazu geführt, wir haben heute die niedrigste kommunale Verschuldung in ganz Rheinland-Pfalz. Unsere Ortsgemeinden haben fast 100 Millionen Euro Rücklagen und glauben Sie mir, das ist in Rheinland-Pfalz nicht normal. Viele andere Kommunen sind sehr, sehr hoch verschuldet. Das war jetzt in der gebotenen Kürze der Zeit gerade diese Beispiele. Ich freue mich, dass es mittlerweile 2 wunderbare Dokumentarfilme gibt, die das, was ich Ihnen jetzt im Schnelldurchgang berichtet habe, sehr liebevoll eingefangen haben, wie die Leute bei uns die Ärmel hochgekrempelt haben und die Projekte mit intrinsischer Motivation umgesetzt haben. Einmal hier der Link zum Film vom Karl Fechner, der Rhein-Hunsrück-Kreis, Heimat der Energiewende-Vormacher. Und dann ein ähnlicher Film vom SWR, Made in Südwest, Pioniere der Energiewende, die Klimaschützer aus dem Hunsrück. Auch sehr, sehr gut aus meiner Sicht heraus die Entwicklung bei uns eingefangen, die Mentalität der Macher bei uns. Und jetzt ganz taufrisch vom Bund für Umwelt und Naturschutz eine wunderbare, gut pointierte 7-seitige Broschüre, die das auch nochmal zusammenfasst, hier unter diesem Link herunterzuladen. Ja, wir hatten eben schon bei Frau Dr. Hebert gehört, dass man Visionen braucht, dass man sagen muss, man muss vom Ziel her denken, wo wollen wir hin? Und wir haben mit ganz kleinen Schritten angefangen, mal vor 20 Jahren. Wenn Sie mich gefragt hätten, ob das möglich ist, so viel Geld in der Region zu halten, auch so visionär die Mobilität anzudenken. Also wenn uns das gelingt, dieses Dorfauto- und E-Auto-Konzept umzusetzen, werden zukünftig 90 Millionen Euro in der Region bleiben, die heute noch an der Tankstelle abfließen aus unserem Landkreis. Das klingt jetzt visionär, aber ich denke, dass wir es in 10 Jahren geschafft haben. Natürlich dann nebenbei noch unsere Klimaschutzziele erreicht. Und Nelson Mandela hat einmal dazu gesagt, es scheint immer unmöglich, bis es getan ist. So, jetzt hoffe ich, dass ich die mir gegebene Zeit eingehalten habe und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Ohle. Ich hätte Ihnen auch noch stundenlang jetzt zuhören können. Vielen Dank dafür. Ich komme auch aus Rheinland-Pfalz und insofern ist diese gelebte Vision zu hören für mich sehr inspirierend. Ich sehe auch, in unserer Straße geht der Trend eher zum Drittauto, weil die Kinder der Familien jetzt den Führerschein gemacht haben und natürlich dann auch ihr Auto da stehen haben wollen. Insofern habe ich das jetzt sehr gebannt verfolgt und bin auch ein großer Fan Ihres Kreises. Wir haben schon die ersten Fragen im Chat. Ich sage noch etwas, hier steht es auch schon in der Folie, etwas zum Prozedere. Sie können gerne Ihre Frage in den Chat
schreiben, dann würde ich die vorlesen. Sie können gerne auch die direkt adressieren, indem Sie den Namen des Referenten, der Referentin dazu schreiben, oder ich versuche das zuzuordnen. Wenn Sie selbst die Frage stellen möchten, manchmal ist das einfacher, dann können Sie ein Sternchen in den Chat schreiben und Sie können dann Ihr Mikrofon und gegebenenfalls auch Ihre Kamera freigeben, oder wenn Sie anonym bleiben möchten, gerne in die Frage ins Padlet stellen, da schaue ich auch immer wieder rein und werde die Frage mit einbeziehen. An Sie, Herr Uhle, Frau Hebert, Sie könnten auch gerne mit der Kamera schon wieder dazukommen. An Sie, Herr Uhle, direkt die ersten Fragen. Ich nehme die dreimal zusammen, weil die direkt, glaube ich, an Sie gerichtet sind. Zum einen, was ist eine Solewärmepumpe? Die zweite Frage, man sagt doch immer, dass Wärmenetze in der Fläche so teuer sind. Was hat die Verlegung dieser Rohre gekostet? Und die dritte, wurden die Häuser auch energetisch saniert? Vielleicht können Sie zu diesen drei Fragen direkt antworten. Also eine Solewärmepumpe, es gibt bei Wärmepumpen die Luftwärmepumpe, das ist quasi wie ein Kühlschrank, der aus der Luft Wärme komprimiert, der steht frei und nutzt die Außenluft. Dann gibt es die Tiefenbohrung, von der effektiv am höchsten, und die Sole ist, dass man wie eine Fußbodenheizung im Boden verlegt hat. Also bei dem Verwaltungsgebäude, was ich gezeigt habe, ist es so, dass man Abflussrohr, dieses normale orangene Abflussrohr, 300 laufende Meter wie so ein Heizkörper in den Boden reingelegt hat. Und in 2 Meter Tiefe hat der Boden ja ganzjährig so um die 10, 12 Grad Temperatur. Und dadurch braucht man nur einen kleinen Ventilator dort einsetzen und hat darüber im Sommer eine natürliche Kühlung. Und im Winter wird die kalte Außenluft auch vorgewärmt und dadurch haben wir bei der Wärmepumpe einen sehr guten Wirkungsgrad. Die zweite Frage zu den Kosten des Nahwärmenetzes. Es ist so, dass wir in jedem Ort einen Arbeitskreis schulen, der mit einem Access-Tool ausgestattet von einem Fachingenieur in jeden Haushalt reingeht und da die Kosten des vorhandenen Wärmesystems aufnimmt, mit welchen Medien wird geheizt, die Betriebskosten, Schornsteinfeger, Heizöl, Abschreibung der Heizung etc. alles rein, dann hat man einen Vollkostenpreis und den setzt man im nächsten Schritt dem Wärmepreis durch das Nahwärmenetz gegenüber und sagt dann, wenn hier im Ort 50, 70, 90, 110 teilnehmen, dann sieht man, je mehr teilnehmen, desto günstiger wird es für alle. Und so kann man diesen Vollkostenpreis der Nahwärme gegen den der Einzelheizung gegenrechnen. Und siehe da, die Nahwärme, wenn viele mitmachen, hat den viel, viel besseren wirtschaftlichen Preis. Um mal einen Preis zu nennen, die Wärme, die aus diesem solarthermischen Feld rauskommt, die hat Gestehungskosten durch den Invest, wenn man das auf 20 Jahre umlegt, von 3 Cent die Kilowattstunde. Auch die Wärme aus dem Baum- und Strauchschnitt durch die Aufbereitungskosten liegt auch so zwischen 2,5 und 3 Cent die Kilowattstunde. Das ist vergleichbar mit anderen Brennstoffen, die man einsetzt. Und das dritte Jahr, Energieeffizienz soll immer am Anfang stehen. Wir haben Riesenkampagnen bei uns, sogenannte Energiesparrichtlinien. Auch der Ort Neuerkirch, den ich Ihnen eben gezeigt habe. Da ist es so, dass die Gemeinden hohe Windpachteinnahmen kriegen und geben einen Großteil dieses Geldes an ihre Bürger zurück für private Energiesparmaßnahmen. Fördervoraussetzung ist immer, dass ein unabhängiger Energieberater im Haus war, der das ganze Haus analysiert hat. Auch diesen Eigenanteil der Energieberatung zahlt die Gemeinde. Und danach zahlt man Zuschüsse für Kühlschranktausch, weiße Ware, Heizungspumpe bis zur energetischen Sanierung, Bau einer PV-Anlage, Speicher, kriegt man 30% der Investkosten von der Gemeinde zurück. Dadurch setzt man wieder Energie frei und es können im Ort Külz sind noch Häuser, die noch nicht an der Nahwärme sind. Mit der freigegebenen Energiemenge kann man wieder weitere Häuser anschließen. Also Energieeffizienz muss immer im Mittelpunkt stehen. Eingesparte Energie ist die beste Energie. Ich bin jetzt nur aus Zeitgründen darauf nicht eingegangen. Vielen Dank. Die nächste Frage ist, glaube ich, erstmal an Sie beide gerichtet. Können Sie als Experten eine Einschätzung geben, wie nachhaltig die PV-Anlagen auf den Feldern in Bezug auf den Boden sind? Stichwort Abtrag von Humus. Im Prinzip ist das ja auch eine Art Flächenversiegelung, obwohl Ihre Darstellung mit der Nahwärmeversorgung der Dörfer sehr verlockend klingt. Ja, vielleicht gerade dazu. Also Flächenversiegelung findet nicht statt. Was ich Ihnen gezeigt habe mit den solarthermischen Anlagen, da werden keine Fundamente für gebaut.
Da werden wie die Leitplanken an den Straßen werden solche Doppel-T-Träger in den Boden gerammt. Wir haben das sogar auf einer Altdeponie, 1,5 Megawatt Peak Photovoltaik drauf, wo die Altdeponie einfach mit, ich sag mal, 1,50 Meter Erde abgedeckt ist, darunter Folie. Man kann heute, also erstmal hat Solarthermie vom Energieertrag, Solarthermie, diese Hochleistungsröhren haben 45% Wirkungsgrad. Das ist das Höchste, was man an Energie erzielen kann. Eine wahnsinnige Flächeneffizienz, die, glaube ich, 20, 30, 40 Mal höher ist, als ob sie auf der gleichen Fläche zum Beispiel für eine Biogasanlage Energiegetreide anbauen würden oder kurz am Umtriebsplantage für Holzhackschnitzel. Also vom Energieertrag top. Vom Flächenverbrauch minimal. Zum Beispiel, wenn Sie die ganze Stadt Graz das Fernwärmenetz auf Solarthermie umrüsten würden, bräuchten Sie eine Fläche, die wäre so groß wie der Regionalflughafen in Graz. Und man kann diese Flächen ökologisch hochwertig machen. Da plädiere ich auch für, dass wir das Thema Blumenwiesen, diese Ausgleichsflächen, die jetzt als Bienenweiden etc. angelegt werden, dass wir das mit den Solarthermie- und den Photovoltaikflächen verbinden. Das geht und so können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Vielen Dank. Herr Molitor hat sich direkt schon dazu geschaltet, der hatte nämlich die nächste Frage. Schön, dass Sie dazukommen. Ihre Frage, Herr Molitor. Sie müssten noch Ihr Mikrofon anmachen. Nein. So, okay, jetzt mit Mikro, schönen Dank. Mein Name ist Bernd Molitor, ich komme aus Frontenberg, das liegt im Kreis Unna in Nordrhein-Westfalen und mich hat das sehr beeindruckt mit den Nahwärmenetzen und meine ersten Fragen oder die ersten Fragen, die waren hier auch von mir bezüglich der Nahwärmenetze. Dazu hätte ich aber noch mal folgende ergänzende Frage, um das etwas besser zu verstehen. Die Häuser, gehe ich mal davon aus, sind in der Regel ja eben Bestandshäuser, die dann auch mehr oder weniger gut energetisch saniert sind, wahrscheinlich die meisten eher nicht. Und dann ist natürlich die Frage nach der Temperatur, die ich in das Nahwärmenetz stecken muss. Das müsste ja dann eigentlich schon eine Hochtemperatur sein, weil alte Häuser, die klassisch eben mit, wie auch immer, 90, 70 oder sagen wir mal 70, 50 Temperaturen fahren. Das heißt, ich muss schon eine hohe Temperatur da gewährleisten. Und eigentlich sagt man ja auch, dass gerade in der Fläche Nahwärmenetze ja teuer sind, weil die Häuser stehen weiter weg. Ich muss also viel mehr Rohrleitung verlegen, um die, sage ich mal, 20 oder 50 oder wie viele Häuser immer zu erreichen. Und deshalb bin ich so erstaunt über die Kosten, die Sie dann genannt haben, von, glaube ich, 3 Cent pro über die Einheit. Auf jeden Fall fand ich das sehr niedrig. Und deshalb, vielleicht können Sie dazu nochmal was sagen, wie das da A, mit der energetischen Sanierung der Häuser ausschaut und zweitens mit dieser Temperatur. Ja, also erstmal, Sie haben vollkommen recht, man muss diese Vorlauftemperaturen von über 70 Grad bringen, weil die Wärmeübergabestation an der Hauswand ja quasi die Funktion des Heizkessels ersetzt. Dahinter achten wir immer darauf, dass direkt auch der hydraulische Abgleich, Pumpentausch, alles diese Sache gegen Hocheffizienz gemacht werden. Ein positiver Effekt, da in Neuerkirch nach einem Jahr haben die Leute 300-400 Euro Stromrückzahlung gekriegt. Das hatten wir auch nicht auf dem Schirm, durch die Effizienzmaßnahmen der Pumpen etc. im Haus. Sie haben vollkommen recht, das funktioniert nur, wenn möglichst viele mitmachen im Ort. Deswegen hatte ich auch diesen Katasterplan der Wärmeversorgung von Neuerkirch eingeblendet. Wenn da nur jedes dritte, vierte Haus mitgemacht hätte, wäre der Wärmedurchsatz je Meter Fernwärmeleitung weniger als 500 Kilowattstunden im Jahr gewesen. Da hätte auch die KfW als Fördergeber gesagt, ihr kriegt keinen Zuschuss, weil das ist ineffizient. Also die Effizienz muss immer gegeben sein und jeder gute Fachplaner sagt auch, wenn die Anschlussdichte zu gering ist, lass die Finger weg. Und deswegen sind ja auch bei diesen Exzess-Wärmerechnern, wo individuell jeder Haushalt beraten wird, sehen die Leute immer, dass es für alle günstiger wird, je mehr im Ort teilnehmen. Dann geht der Preis runter. Die 3 Cent war quasi der Brennstoff, den ich gesagt habe. Der Vollkostenpreis mit Invest, Abschreibung, Betriebskosten, alles drumherum, der liegt nachher bei 12, 14 Cent.
Aber das liegt auch noch unter den Vollkosten einer neuen Ölzentralheizung. Die liegen mittlerweile bei 16 Cent. Es gibt auch noch Leute bei uns, die hatten Nachtspeicheröfen, da liegt es noch höher. Also das kann man transparent darlegen, ja. Darf ich noch eine Frage ergänzen? Dann gerne gebe ich das wieder frei für die anderen. Es ist ja wahrscheinlich so, in diesen Dörfern gibt es wahrscheinlich überall Einzelbeheizung. Es gibt wahrscheinlich oder gibt es auch ein Beispiel, wo Sie bereits eine Gasversorgung hatten, eine Gasleitung liegen, weil das ist ja auch ein Riesenthema in den mittelgroßen Städten, wo man eine Gasversorgung hat, wo dann viele sagen, ja, ich habe da schon Gas und jetzt noch Fernwärme. Das halte ich für schwierig, diese Umstellung. Wie haben Sie da auch ein Beispiel? Das ist richtig. Also die einfachsten Angriffspunkte für diese Bürgernahwärmenetze sind die sogenannten Öldörfer, wo die Leute, wo keine Gasleitung liegt, die das hoch und runter bis zu 1 Euro den Liter Heizöl mitgemacht haben die letzten Jahre, die sind empfänglich dafür. Die sind froh, wenn sie vom Öl weg sind, haben dann ja auch noch 2 Kellerräume mehr, die jetzt quasi frei sind, wo der Öltank und der Brenner war. Da kommt man hin. Ich gebe zu, Überall da, wo ein Gasanschluss liegt, ist es um ein etliches schwieriger, weil wenn Sie da auch anfangen, so ein Projekt zu planen, kommt direkt der Gasverteilnetzbetreiber und bietet den Leuten als erstes nochmal einen Sonderpreis für die nächsten Jahre, wenn sie beim Gas bleiben. Das ist so. Aber dennoch, die Beispiele mit dem Baum- und Strauchschnitt in den Schulzentren, da hatten wir überall Gasthermen. Und da ist unsere Kreispolitik mitgegangen, entweder machen wir Stoffstrommanagement und nehmen es ernst mit regionalen Stoffströmen oder wir schielen nur auf den billigen Gaspreis. Und da bin ich sehr froh, wir hatten breite politische Mehrheiten, also sogar einstimmig alle Parteien, weil wir immer nachweisen konnten, es entstehen so viele Arbeitsplätze, es bleibt so viel Geld in der Region, wir haben Abfallbiomasse in Wert gesetzt, so viel Geld, was vorher für Gasbezüge abgeschlossen ist. Da schließen sich auch mittlerweile auch Neubauten, benachbarte Neubauten dran, Seniorenwohneinheiten, die gebaut werden, auch Eigentumswohnungen, allein wegen dem guten Primärenergiefaktor, können wir da auch zusätzliche Kunden gewinnen. Aber ganz klar, CO2 muss die nächsten Jahre ein Preisschild dran kriegen. Und wenn wir die 190 Euro die Tonne, die wir unseren Kindern und Enkeln auf den Buckel schnüren, als gesellschaftliche Folgekosten für die Tonne CO2, wenn wir das konsequent umlegen würden, wenn es im Moment auch nur nachrichtlich wäre, dann würde der Liter Heizöl dadurch 1 Euro teurer und auch das Gas würde, ich glaube, 4, 5, 6 Cent teurer. Und dann bräuchte man mit wirtschaftlichen Kalkulationen überhaupt nicht mehr ein Taschenrechner rausholen, dann wäre es eindeutig. Vielen Dank. Gerne wende ich mich nochmal an Sie, aber erstmal reicht das. Schönen Dank für die Auskunft. Vielen Dank für die Frage. Wenn meine Kollegin Daniela sich dazu schaltet, dann hat sie meistens auch eine Frage. Genau, das habe ich, und zwar an beide ReferentInnen. Ich will nochmal auf die Visionsebene gehen. Das war ja doch auch bei beiden auch so ein Stück weit das Narrativ, was so drüber liegt. Man braucht eine Vision, man muss sich überlegen, wo wollen wir überhaupt hin? Man muss auch out of the box denken oder das umdeuten. Das fand ich auch einen schönen Begriff, den Sie genannt hatten, Frau Hebert. Und jetzt zuerst die Frage, die konkretere Frage an Frau Hebert. Sind Sie in Ihrem Milieu, in Ihrem Berufsstand da eigentlich fast ein Unikat? Oder wie viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind denn schon überhaupt diesen Schritt gegangen, umzudeuten, was neu zu denken und vielleicht auch, also Sie hatten es ja geschildert an dem einen Beispiel, Sachen auch mal eher stehen zu lassen oder grundsätzlich die Frage, muss das überhaupt abgerissen werden? Ich habe schon den Eindruck, dass das Abreißen immer noch sehr en vogue ist und man da halt so schöne sich ein sozusagen Denkmäler setzen möchte, auch mit dem, was man da kreiert, und dass das Stehenlassen doch eher noch die Seltenheit ist. Also da frage ich mich, wie sehen Sie das? Springt der Funke da schon über auf andere? Und dann an Herrn Ohle letztlich auch eine ähnliche Frage. Also wie ging es denn bei Ihnen mit dem Funken überspringen lassen? Also wann war der Punkt oder wie lange dauerte das, bis die Bürgerinnen und Bürger da vor Ort nicht mehr dachten, das sind total die Ökospinnereien, die der Herr Ohle da vorschlägt, und wirklich mitgezogen sind bei den Ideen?
Also ich bin ja nicht so zahlenversiert wie der Herr Uhle. Ich kann Ihnen das jetzt nicht in Anteils oder in prozentualen Anteilen sagen. Aber natürlich, also eine Exotin bin ich in meinem Metier sicher, vor allem, weil ich ja diesen Transformationshintergrund jetzt habe. Das heißt, ich glaube schon, dass ich auch für den Berufsstand der Planenden sagen kann, dass die dazu tendieren, Dinge mal einzukasteln. Also dass man sich, ne, man macht sich bestimmte Gedanken dann auch nicht. Man hat ein Raumprogramm, man hat ein Budget, man soll irgendwie eine Dienstleistung erbringen. Da fängt man jetzt nicht an zu verhandeln mit dem Kunden, ob er das Haus überhaupt braucht, ne, ob es die Brücke, ob die nötig ist. Also das ist eher selten, dass Architekten sagen, ach weißt du was, also gib doch das Geld lieber deinen Enkeln. Die können es doch viel besser benötigen. Vor allem ist es ja auch bei uns so, dass wir leben davon. Also wir werden anteilig an der Bausumme, werden unsere Honorare bezahlt. Ich habe mal gehört, dass es in der Schweiz schon ein schlaueres Modell gibt, wo man eben auch für Einsparungen eine Prämie kriegen kann. Also wo es dann eben ein Incentive gibt zu sagen, ich baue eher günstig, ich baue eher einfach oder ich baue eher weniger. Das ist spannend, das ist quasi so eine Art Contracting auch dann, also wie das beim Energiebereich ist. Das ist echt eine gute Idee. Das Prinzip ist genau das, was Herr Uhle gerade vorgestellt hat. Man spart was ein und das kann man ja zu einem Teil seinem Planer geben, weil der hat es ja mit möglich gemacht. Sowas würde ich mir wünschen. Ich bin relativ stolz, dass ich jetzt auf die Frage immerhin sagen kann, dass der BDA, der Bund Deutscher Architekten, neuerdings ganz viel über diese Fragen nachdenkt. Also es gab zwei, sozusagen das Manifest vom Haus der Erde, wo Sorge um den Planeten geäußert wird. Es gibt jetzt neu dazu die Sorge um den Bestand. Also das heißt, da findet gerade meines Erachtens ein wichtiger Paradigmenwechsel statt. Und ich hoffe sehr, dass der auch systemisch wirksam wird. Also ich hoffe sehr, dass es damit auch gelingt, sozusagen mehr Verständnis zu bekommen. Auch bei uns wäre es natürlich gut, wenn CO2 ein Preisschild bekommen würde oder eben von mir aus Kinderarbeit in anderen Ländern oder Ressourcenraubbau oder was auch immer dafür. Man muss ja wirklich sagen, es sind Schweinereien, die da ablaufen, die einfach, ne, man guckt nicht hin. Deswegen geht das alles und es hat alles keinen Preis, deswegen kann man sich's leisten. Und ich glaube, dass wir jetzt ganz anders drauf gucken, wenn wir sagen, die Chinesen, die wollen ja plötzlich den ganzen Stahl, den ganzen Sand haben, das geht ja gar nicht, dass wir das selber seit Hunderten von Jahren so praktizieren, das weiß ja keiner oder will auch vielleicht keiner wissen. Und ich glaube, dass diese globalen Verschiebungen und auch die neue Dringlichkeit in der Debatte um den, ich sage immer ungern Klimaschutz, weil wir müssen echt nicht das Klima vor uns schützen, sondern uns vor dem Klima. Das kriegt eine neue Wichtigkeit und ich hoffe sehr, dass da irgendwann das magische Denken aufhört und das pragmatische Handeln anfängt, so wie Sie das eigentlich wunderbar gerade beschrieben haben. Vielen Dank dafür. Ja, dann nehme ich die Frage auf, wie man den Funken überspringen lassen kann. Also es gab viele Handlungsfelder bei uns, ob es der Ausbau der Windkraft war, ob es Energiespar war, ob es die Versorgung mit Nahwärmenetzen war, jetzt die Elektromobilität, auch Energiespeicherung. Es gab in jedem Feld mutige Visionäre. Die hatten diese Vision schon seit dem Agenda 21-Prozess, den Arbeitskreisen Ende der 1990er Jahre. Und die hat man am Anfang belächelt. Und man hat gedacht, das funktioniert im Leben nicht. Aber die haben an ihre Idee geglaubt, haben es umgesetzt. Und dann hat etwas eingesetzt, was ich nenne, an der sozialen Norm kratzen. Die Nachbarn haben draufgeschaut und haben gesehen, Mensch, was bei dem funktioniert. Und der spart sogar noch Geld damit. Was der kann, kann ich auch. Ich bin ja nicht dümmer als der. Also eine Form von Neid meinetwegen, aber die wir im positiven Sinne kanalisieren. Wenn Sie zum Beispiel den Ausbau der Photovoltaik, ich hatte es eben gezeigt, das Prosumer-Beispiel, das war kein Ökologe gewesen. Das war ein Elektroingenieur, den es interessiert hat, einfach mal ausprobieren, ob das was möglich ist auf meinem Haus. So, heute lacht der sich kaputt. Wie gesagt, zu 25% der Betriebskosten kann der Auto fahren von vorher, hat einen Stromüberschuss, seine Energiekosten tragen sich selbst. Und wenn er das erzählt, dann werden die Nachbarn skeptisch. Da denken die, boah, der spart so viel Geld. So, und dann, wenn sie 2 Jahre später wiederkommen, ist ein ganzer Straßenzug durchsolarisiert. Und das sind diese Effekte, die haben wir immer wieder
erlebt. Ich nenne es an der sozialen Norm kratzen. Und noch eine Vision, Frau Dr. Hebert. Ich habe mich eben sehr gefreut, als ich bei Ihnen das Bild aus Was ist was der 70er Jahre wieder gesehen habe von den selbstfahrenden Autos. Ich habe das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, aber ich habe dieses Bild aus Was ist was sofort wiedererkannt. Und auch das ist etwas, eine Vision, die heute man sich nicht vorstellen kann. Wenn ich sage, bei uns die Pendlerautos durch E-Autos ersetzen und den Rest durch Carsharing-Autos. In 5 oder 10 Jahren werden diese Carsharing-Autos als selbstfahrende Autos vorfahren. Und die werden den Senior zum Einkaufen fahren, zum Arzt oder was auch ich. Und wenn, was weiß ich, und wenn die Fahrt erledigt ist, werden die wegfahren, den nächsten Auftrag machen. Die meisten Leute, die schütteln den Kopf, wenn man das heute sagt. Aber es ist auch wieder aus rein wirtschaftlichen Gründen wird das so kommen, weil dann nämlich dieses ab und zu das Auto mieten 3-4 Mal im Monat viel, viel wirtschaftlicher ist, als selber ein Auto sich in die Garage zu stellen. Und das auch wieder ein Effekt, wie der Funke überspringt. Jeder Bürger muss seinen individuellen Vorteil erkennen. Wenn Sie mir vor 15 Jahren gesagt hätten, dass jetzt die Großelterngeneration über 80 alle ein Smartphone haben, weil sie die Bilder mit dem Enkel austauschen können, ich hätte gesagt, im Leben nicht. Aber warum möchten die Leute es haben? Weil sie einen individuellen Mehrwert für sich erkannt haben. Und so müssen wir in der Energiewende von diesen Chancen, von den positiven Bildern reden. Wenn ich höre, wir dürfen die ländliche Bevölkerung nicht überlasten mit E-Mobilität. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe es Ihnen gezeigt, ich kann 20.000 Euro Betriebskosten in 8 Jahren sparen. Das wäre das erste Auto, weil ich habe euch selber abbezahlt. Wir müssten mit diesen positiven Bildern arbeiten und nicht immer wie die Maus vor der Schlange sitzen, Angst haben, irgendwo auf Widerstände zu stößen. Also Brust raus und einfach loslegen. Machen, einfach machen. Darf ich da gerade noch darauf antworten? Ich fand das sehr schön, weil wir haben nämlich gerade in unserer Studie für das Elbe Valley behauptet, strukturschwach ist zukunftsstark. Ja. Weil die strukturschwachen Regionen können ja schon was andere noch lernen müssen, nämlich mit wenig umgehen. Ja. Und sie haben ja auch diesen Vorteil, es gibt Dorfgemeinschaften, wenn da 500 Häuser stehen, können die 500 Leute sich ja viel leichter einigen als die in einem, weiß ich nicht, Stadtteil mit 250.000 Einwohnern. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch diese Überheblichkeit der Städter, ne, dass die immer sagen, wir erfinden es und auf dem Land, ja, die sind noch nicht so weit, wenn sich das mal umdreht. Und da habe ich jetzt gerade Hoffnung, dass man eben dann einfach irgendwann zu den Städten sagen kann, also wenn das der Rhein-Hunsrück-Kreis schon kann, also ne, soziale Normen. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und das befördert den Kulturwandel, wie mit dem Beispiel mit dem Handy, letztlich schneller als alle Appelle, alle Vorschriften, alle Regularien, alle Normen. Und die machen noch schlechte Laune. Das ist der große Nachteil an diesen restriktiven Maßnahmen. Also das sind die, ne, die Push- und Pull-Effekte. Mhm. Und wir müssten eigentlich viel mehr dazu. Sie haben das ja schon belegt, was ich vorhin behauptet habe, dass wir eben den Leuten, also das muss so attraktiv sein, dann will ich dann, oder ich habe vielleicht auch einen Konkurrenzkampf mit meinem Nachbarn, ist mir dann egal, warum sich die Leute sinnvoll verhalten, ob die das logisch nachvollzogen haben oder ob sie es einfach machen, weil es alle machen, das ist wirklich der Umwelt egal. Hm. Insofern finde ich das sehr, ja, passt gut zusammen heute Abend. Mir hat mal jemand in der Großstadt gesagt, ist ja schön bei euch, was ihr gemacht habt, aber das ist ja am Arsch der Welt. Da habe ich drüber nachgedacht. Also wir haben pro Kopf nur noch 500 Euro kommunale Verschuldung. Landkreis, Verbandsgemeinden, Gemeinden. Das ist 20% vom Landesdurchschnitt in Rheinland-Pfalz. Das ist über 3.000. Aber die Stadt, aus der der kam, hat 8.000 pro Kopf Verschuldung. Und dann kann man schon mal die Frage stellen, wo ist jetzt der Arsch der Welt? Also wir würden uns dann eher als den Nabel der Welt jetzt betrachten. Gerade jetzt in der Corona-Krise. Die Leute waren ja bei uns glücklich. Große Grundstücke, frische Natur, Weinkultur, die Geierleibrücke, hoher Erlebniswert und Glasfaserkabel im Haus. Also sie hatten vieles, was Leute in Städten jetzt nicht hatten. Wir hatten es. Und so haben wir auch eine Kampagne gestartet, ganz selbstbewusst, komm ins gelobte Land, um gut ausgebildete Leute aus Städten zu uns zurückzuziehen. Und die Kampagne fruchtet. Ich habe die Folie eingeblendet mit RAI, italienisches Staatsfernsehen. Wir haben E-Mails gekriegt von Italienern, die zu uns ziehen möchten.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn ich Sie reden höre, dann möchte ich auch sofort umziehen. Vielen Dank dafür. Weil ich keine Fragen im Chat mehr sehe, würde ich, und die Zeit auch schon weit über 17 nach ist, wer noch eine Frage hat, kann die auch ins Padlet stellen. Wir können dafür sorgen, dass die noch beantwortet wird. Deswegen würde ich auf meine beiden Schlussfragen jetzt zu sprechen können. Sie sind jetzt schon eingeblendet. Sie haben zwar schon sehr, sehr viel von Ihren Visionen gesprochen, aber trotzdem nochmal vielleicht zum Schluss zusammenfassend in einem ganz kurzen Statement die Frage an Sie beide, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, um nachhaltiges Bauen und die Verkehrswende voranzubringen, was würden Sie sich konkret wünschen? Und die zweite, was gibt Ihnen Hoffnung bei Ihrem unermüdlichen Engagement für eine nachhaltige Welt? Ladies first. Ich finde es schwierig. Ich rede immer viel davon, dass man wunschfähig werden muss und sich Dinge wieder wünschen können sollte, das, was man vielleicht sogar verlernt hat. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es mehr, also dass mehr Leute erkennen, also Sie haben den Satz eben gesagt mit dem Eigennutz und es hat jemand im Chat gesagt, stimmt genau, nur dann machen Leute sinnvolle Sachen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Gemeinnutz gäbe, also dass man erkennt, dass man nicht nur sich selber was Gutes tun muss, sondern dass man auch, sagen wir mal, weil diese, wenn jeder für andere macht, dann macht ganz viele was für sich. Und ich habe das Gefühl, gesellschaftlich nicht nur ankomme, auch solche Dinge verhandeln, anstatt dass eben dieses sektorale Spezialistentum oder ja, in mein Dorf zu teilen. Hoffnung gibt mir sowas wie heute, dass man ja Leute trifft, die auch in dem Feld unterwegs sind. Finde ich nicht schlecht. Also ich glaube, es ist, ich habe immer noch das Gefühl, gegen Windmühlen zu kämpfen und in einer Nische unterwegs zu sein. Und wenn ich sehe, dass die Bundesregierung nicht mal irgendwie eine Test oder eine, also die kann anscheinend alle nicht planen. Das finde ich ganz, ganz schön frustrierend, weil ich mir dann Sorgen mache, dass wir mit dem Klimawandel so auch nicht fertig werden. Aber grundsätzlich tatsächlich auch da liegen meine Hoffnungen auf diesen, ja, auf den Pionieren, auf den Nachmachern, auf den Leuten, die was Gutes wollen, auf denen, die ihren Kindern was Vernünftiges übergeben wollen. Und ich glaube, davon gibt es mehr, als man denkt. Ja, nehme ich gerade den Ball auf, also mehr Gemeinschaft sind. Auch wenn Sie so eine Dorfwärme bauen, das ist viel mehr als 150 Einzelöfen gegen eine Zentralheizung zu tauschen. Es ist eine wunderbare Dorfgemeinschaft entstanden. Viele Folgeprojekte konnte ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht drauf eingehen, aber man kann wirklich darüber revitalisieren. Ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, also ganz ehrlich, wir haben alle technischen Lösungen, die wir brauchen. Es ist sogar das Geld da. Wir haben bei unseren Sparkasse Volksraiffeisenbanken liegen über 2 Milliarden Euro Einlagen der Bürger und die ärgern sich, dass sie keine Zinsen kriegen. Also das Geld, man kann den Leuten es nahelegen, das für sinnvolle, nachhaltige Dinge einzusetzen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wären es, dass 500.000 junge Leute einen Handwerksberuf lernen. Weil das ist unser Problem. Das ist unser Problem. Das wird uns zum Umsetzungsstau führen. Auch die Förderkulisse des Bundes, muss ich den Bund jetzt mal loben, was jetzt zum 1. Januar eingesetzt wurde für energetische Sanierung, für Elektroautos, für Bau von Nah- und Fernwärmenetze, Fernwärmedekarbonisierung, war noch nie so gut wie heute. Aber wir brauchen junge Leute, die ein Handwerk erlernen. Joe Biden will jetzt ein großes Konjunkturpaket in den USA machen, um Leute aus alten Industrieberufen in neue Berufe umzuschulen. Genau das brauchen wir, diesen New Green Deal. Ja, und Hoffnung macht mir das, was wir erlebt haben bei uns. Also wir haben mit Visionären angefangen. 10 Jahre später haben wir gezeigt, was man binnen einer Dekade erreichen kann. Und wenn Leute, wie gesagt, ihren wirtschaftlichen Vorteil erkennen, bin ich zuversichtlich, dass wir disruptive Prozesse erleben, wie wir es auch erlebt haben, wie Nokia vom Markt verschwunden ist, weil innerhalb von 3 Jahren jeder ein Smartphone wollte. Sowas brauchen wir auch hier in der Energiewende. Und dann können wir auch sehr schnell die Klimaschutzziele doch noch erreichen.
Vielen Dank für dieses ermutigende Schlusswort und überhaupt vielen Dank, dass Sie heute Abend da waren. Ich bin wie Sie, Frau Hebert, heute Morgen so schlecht gelaunt in diesen Tag gestartet. Und Sie haben es geschafft, dass ich sehr glücklich aus diesem Tag herausgehe. Vielen Dank dafür. Und wenn ich in den Chat schaue, sind die Teilnehmenden auch dieser Meinung. Ihnen, liebe Teilnehmende, einen großen Dank, dass Sie heute Abend sich Zeit genommen haben für dieses Thema, für Ihr Interesse, für Ihre Fragen. Wir freuen uns über ein Feedback. Die Emma stellt in den Chat einen Link zu einer ganz kurzen Online-Evaluation. Wir würden freuen, wenn Sie die noch mitmachen würden. Es wurde auch schon gefragt, ob man sich das nochmal anschauen kann. Und ich muss sagen, wenn ich die nächsten Tage nochmal schlecht gelaunt sein werde, werde ich mir das auch nochmal anschauen. Wir werden also diesen Link zu der Aufzeichnung herumschicken. Auch unser Padlet bleibt bis auf Weiteres online. Dort konnten Sie nicht nur Ihre Fragen reinstellen, sondern Sie finden dort auch noch vertiefende, weitergehende Initiativen, Good-Practice-Beispiele und noch vieles mehr. Also schauen Sie dort gerne mal herein. Weitere Webinare folgen in der nächsten Zeit. Sie sind noch nicht genau terminiert, aber ein weiteres Webinar zu schadstofffreie Umwelt und zuletzt zu soziale Gerechtigkeit und Gesundheit wird folgen. Schauen Sie also immer mal wieder auf die Seite von RENWEST oder Germanwatch. Dort finden Sie dann diese Termine. Ja, da bleibt uns nur, Dani, allen nochmal zu danken und einen schönen Abend zu wünschen. Ja, vielen Dank. Ich bin sehr, ich kann fast sagen, beseelt. Ich fand das einfach sehr schön, sehr inspirierend und ich denke mir immer, das ist doch alles schon so wahnsinnig attraktiv und super und da gibt es schon so viele Initiativen und so viele Menschen, die was Tolles machen. Warum machen das nicht eigentlich alle? Also auch gerade so, ne, was für eine Chance das für Kreise ist, sich da gut aufzustellen auch und regionale Wertschöpfung zu kreieren und was für tolle Projekte das sind, auch im urbanen Raum, dieses Flussbad, sich einfach das Leben auch schön zu machen wieder, ne? Also da Lebensqualität zu gewinnen. Und das ist ja nicht, es ist immer so ein Diskurs, der oft dazu tendiert, ins Negative zu driften, ne? Was man alles dann nicht mehr hat, wenn man Klimaschutz machen muss oder nachhaltig leben muss. Nee, das ist eigentlich was Schönes. Und das finde ich, fand ich, kommen heute auch nochmal rüber sehr deutlich. Und von daher vielen, vielen Dank. Ihnen beiden nochmal, Herr Uhle, Frau Dr. Hebert, für die Impulse und allen, die so lange ausgeharrt haben, weil wir sind natürlich ein bisschen über die Zeit gegangen, aber es war einfach so inspirierend und schön, das wollten wir jetzt auch nicht früher abkappen. Und von daher jetzt noch einen schönen computerfreien Abend und allen bleiben Sie gesund. Ja, danke für die Einladung. Schönen Abend noch allerseits. Danke für die Einladung, ja.